und fand niemanden an meiner Seite. Ist sie vor mir wach geworden? Ich sah mich verwirrt um. Dieser Ort, das ist nicht Linas Villa. Persephone ist auch nicht hier. Vielmehr noch, hier ist gar nichts. Die tintenschwarze Dunkelheit breitete sich von mir bis in eine unbekannte Ferne aus. Ich hob meinen Kopf. Keine Sonne war im Himmel. Nur ein sanftes, schimmerndes Licht war in der Ferne. Das Geräusch von Zikaden war ebenso verschwunden und wurde ersetzt von dem raschelnden, weißen Geräusch, das aus dem Nichts kam. Persephone? Ich rief den Namen meiner Freundin und hoffte, dass sie sofort neben mir erscheinen würde. Wir untersuchten gemeinsam Mysterien in dieser Stadt so viele Male. Ich hatte immer geglaubt, dass ich Persephone beschützen würde. Aber jetzt geriet ich ohne sie in Panik. Die Wahrheit ist, ich hatte ihren Schutz akzeptiert im Namen dessen, dass ich sie beschützen wollte. Sie ist also der Wächter meiner Seele. Ein blauer Schmetterling landete plötzlich auf meiner Schulter. Da war nichts außer Dunkelheit um uns. Woher wusste ich also, dass es ein blauer Schmetterling ist? Ich war mir nicht sicher, aber aus irgendeinem seltsamen Grund hatte ich das Gefühl, dass ich ihm vollkommen vertrauen konnte. Der Schmetterling flatterte mit seinen Flügeln und tanzte vor mich herum, als ob er mir eine Nachricht überbringen wollte. Möchtest du, dass ich dir folge? Der blaue Schmetterling flatterte hoch und runter. Ich denke, er sagte ja. Ich bewegte vorsichtig meine Füße, folgte dem Schmetterling in Richtung des sanften Lichtes. Ich kam schließlich an mein Ziel an und sah eine Figur im Zentrum des Lichtes stehen. Die Figur sah sehr vertraut aus. Ich lag also nicht falsch. Persephone? Ich rief ihren Namen, ohne darüber nachzudenken. Persephone, die an mich gelehnt in ihrem Badeanzug vor einigen Momenten schlief, hatte wieder ihr vertrautes Kleid angezogen. Sie antwortete nicht einmal auf meinen Ruf. Sie sah mich nicht einmal an. Sie verschwand einfach im Licht. Ich beeilte mich, um sie zu fangen. Das Licht penetrierte meinen Körper. Oh, er hat einen Albtraum, okay. Und schließlich kam ich an einem vertrauten Ort wieder an. Das weiße Geräusch an meinen Ohren wurde deutlicher. Es war eine gruselige Mischung aus dem laufenden, aus der laufenden Klimaanlage und der Elektrizität, die durch das Notfallschild lief. Der schäbige Korridor und der Staub, der in der Luft schwebte, eine Mülltüte, die nach Blut an der Tür roch. Ich war zurück in dem Gebäude, wo dieser YouTuber seinen Stream gemacht hatte. Ich stand vor der vertrauten Tür. Was ist passiert? Ich überprüfte die Türen auf der anderen Seite des Flures. Sie waren entweder verschlossen oder waren versiegelt. Ein Eisenschloss blockierte die Treppe, die zur zweiten Etage führte. Der einzige Ort, an den Persephone hätte gehen können. Durch die Tür. Die einzige, von der ich wusste, dass sie nicht verschlossen war. Jedenfalls, ich sollte zuerst ein Bild von der blutverschmierten Uniform machen. Ich griff in meine Tasche und holte mein Telefon hervor. Nur um eine unbekannte Speicherkarte dort zu finden. In diesem Moment verstand ich schließlich, dass ich nicht länger die kurzärmelige Uniform trug, sondern eine dicke, langärmelige. Schweiß tropfte aus meinem Körper in dem schwülen Wetter. Persephone,
Bist du hier? Persephone? Ich hatte keine andere Wahl, als die Tür zu öffnen. Hoffentlich würde ich drin Persephone finden. Hoffentlich würden meine Schreie jenen ablenken, jenen von seiner Handlung ablenken, der mit dieser blutigen Uniform in Verbindung stand. Die Tür öffnete sich wie erwartet. Das Zimmer war nicht groß. Es hatte einen Desktop-Computer und ein einziges Bett dort stehen. Die dicken Vorhänge waren zusammengezogen, das Licht kam gedimmt hervor. Ich sehe immer noch, dass die Gardinen zerrissen sind und die Fenster in Splittern. Verarscht mich nicht, Leute, dir ist nichts zugesogen. Auf dem Bett lagen flauschige Puppen. Wenn er das Licht anschaltete, nehme ich an, würde er ein Mädchenzimmer sehen. Aber jetzt erschienen diese Puppen gruselig in der Dunkelheit. Man kann eine Person in so einem kleinen Zimmer nicht verstecken. Persephone kann nicht hier sein. Neugierig näherte ich mich dem Bett und studierte die Stofftiere. Wäre Persephone wie dieses Spielzeug? Ich bin mir nicht sicher. Also mag Persephone solches Spielzeug? Ich bin mir nicht sicher. Ich erinnerte mich nicht daran, dass sie auch nur ein Interesse an solchen Dingen zeigte. Ein Gelächter drang mir ans Ohr. Guten Abend. Es war eine vertraute Stimme. Ich wandte mich um und sah Yume no Hitomi hinter mir in ihrem niedlichen Outfit stehen und mir direkt in die Augen starren. Hitomi? Yume no Hitomi? Oh Gott, die sieht gerade so gruselig da aus in der Szene, oder? Das ist nicht mehr süß. Diese Augen, schaut euch das doch mal an. Creepy. Hi. Du weißt, wer ich bin? Das ist so süß. Du musst ein Fan sein. Ich habe deine Videos gesehen. Aber bist du nicht nur ein virtueller Avatar? Yume no Hitomi ist Yume no Hitomi. Sowohl außen als auch innen. Hitomi nahm meine Hand, lachend. Ihre eiskalten Finger jagten mir einen Schauer über den Rücken. Hitomi streamt. Und du bist mein glücklicher Zuschauer. Warum machst du nicht mit? Sie zog mich vor den Computer und richtete die Kamera auf mich. Hitomi ist zurück! Der Hintergrund des Live-Room war auf dem Bildschirm zu sehen. Mit unzähligen Kommentaren, die auf der anderen Seite zu lesen waren. Heute werde ich euch eine neue urbane Legende erzählen. Aber zuerst lasst uns unseren glücklichen Zuschauer begrüßen von Apple Lake High. Böswilligkeit schien aus den Kommentaren in den Raum zu kommen. Ja, also es kommen gerade massig Hate-Kommentare, weil ich jetzt gerade in diesem Traum neben Hitomi stehe. Etwas stimmte nicht. Etwas stimmte ganz und gar nicht. Ich würde es ja verstehen, wenn sie mich angriffen. Aber warum zogen sie Yume no Hitomi damit rein? Ich dachte, das sind ihre Fans. Fragezeichen. Ist ein sehr besonderer Junge. Ich habe ihn nicht eingeladen. Er hat sich einfach in mein Zimmer geschlichen. Mit einem Speicherstick? Ich finde heute echt keine Worte mehr. Irgendeine Ahnung, was er vorhat? Ich suche nach meiner Freundin. Ich versuchte es zu erklären, aber Hitomi gab mir nicht das Mikrofon.
Also hatte die Zuschauerschaft keine Ahnung, wovon ich sprach. Selbst wenn sie mich hätten hören können, würden sie mir wirklich zuhören mit dem, was ich sagte? Es ist Zeit, ein Geheimnis zu offenbaren. Er ist nicht nur einfach ein Stalker. Dieser Junge hier versucht, mein Computerpasswort mit diesem Speicherstick herauszufinden, damit er meinen Avatar bekommen kann und sich als mich ausgeben kann. Warte, das ist nicht wahr. Das ist doch nicht einmal mein Speicher. Was meint ihr? Was machen wir denn mit diesem Perversling? Die Kommentare auf dem Screen waren immer dieselben. Ein kalter Schauer ließ mein Herz erfrieren. Ich musste diesen gruseligen Ort sofort verlassen. Eigentlich, warum habe ich bis jetzt nicht darüber nachgedacht zu gehen? Das war so seltsam. Und warum bewegen sich meine Beine nicht? Die Kälte in meinem Herzen wandelte sich in einen akuten Schmerz. Ich sah auf meine Brust. Eine vertraute Klinge hatte meinen Bauch durchbohrt. Hitomi wird heute einen magischen Trick vorführen. Ich werde diesen glücklichen Zuschauer verschwinden lassen. Ich fiel hart zu Boden, als das Blut aus mir herausschoss. Der Schmerz, gemischt mit der Verzweiflung, zog an meiner Kraft. Hitomi wandte ihr Gesicht zur Kamera und setzte wieder ihr professionelles, harmloses Lächeln auf. Es gibt 3 Schritte bei diesem magischen Trick. Und ich habe gerade den ersten vollendet. Danke für die Geschenke, Leute! Wenn ihr es nicht klar und deutlich gesehen habt, dann müsst ihr euch einfach die Aufnahme ansehen. Jetzt kommen wir zu Schritt Nummer 2. Wo wäre doch ein guter Ort, wo man eine Person verschwinden lassen kann? Oh, ihr seid so clever! Unterm Bett natürlich! Jemand zog mich brutal am Kragen über den Boden. Meine Sinne waren ausgeblendet. Ich konnte nicht länger die Wunde auf meinem Bauch spüren oder die Haut, die gegen den Boden schleifte. Nur das, was? Nur das Blut, das mir aus den Augen strömte. Es wurde wieder dunkel. Wer auch immer mich gezogen hatte, hatte mich in etwas hineingestoßen. Ich hatte Spinnenweben in meinen Augen, aber ich konnte nichts Unwohliges spüren. Hitomis süße Stimme echote im Zimmer. Zusammen mit gelegentlichen Klatschen. Das war's also. Das getrocknete Blut unter dem Bett. Es war meins. Ich wollte schreien, aber ich konnte kein Geräusch machen. Mein Bewusstsein schwand langsam in die umgebende Dunkelheit und verband sich mit der Boswilligkeit. Ach Gott. Handy, du hast noch Saft. Noch ein bisschen Saft hat mein Handy. Ich sag doch, heute hält mein Handy nicht durch, weil... Nee. Ich habe nicht mehr so viel Akku. Wurde eins mit der kaum zu unterscheidenden... Böswilligkeit. Hey, ich lag doch ganz gar nicht so schlecht. Steckt ja doch das Wort Melais drin. Hei, 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 hei.
Ah! Ich öffnete meine Augen, schrie und sah an eine unbekannte, also eine unvertraute Decke. Es brauchte einige Momente, bis ich vollkommen wach war. Ich war nicht unter ein Bett gestopft. Ich saß auf dem Sofa in der Villa. War das gerade nur ein Traum? Ich setzte mich hin, zitterte immer noch von dem Albtraum. Das Gute war, es war nur ein Traum. Aus Gewohnheit heraus wandte ich meinen Kopf und suchte nach Persephone, die neben mir schlafen sollte. Und ich fand sie nicht an meiner Seite. Ist sie vor mir wach geworden? Ich sah mich verwirrt um. Nur um Lina und Charles vor einem Tisch zu sehen. Oh, ihr seid wach. Wie konntest du das machen, liebster Bruder? Einfach alleine schwimmen zu gehen und dann einzuschlafen. Wir sind gerade wach geworden und ins Wohnzimmer gekommen. Und da warst du, auf dem Sofa schlafend. Ich erinnere mich nicht daran, dass du die Gewohnheit hast, Nachmittagsschläfchen zu machen. Die zwei sahen nicht so aus, sahen kaum wach aus und rieben ihre Augen, während sie mit mir sprachen. Hey, habt ihr Persephone gesehen? Ich wusste es. Persephone musste früher wach geworden sein und sich umgezogen haben. Verlegen, dass sie an meiner Schulter eingeschlafen war. Da war eine Decke auf mir. Sie muss sie auf mich gelegt haben, um mich warm zu halten. Was meinst du mit Persephone? Redest du von deiner Freundin? Ja. Sie ist heute Morgen gekommen, als ihr zwei noch geschlafen habt und wir sind schwimmen gegangen. Charles zuckte mit den Schultern. Linas Gesicht war hingegen verwirrt. Ich habe sie nicht gesehen. Du bist der Einzige, den wir gesehen haben, nachdem du wach geworden bist. Außerdem, ich dachte, du kannst nicht schwimmen. Wie kommt es, dass du heute Morgen schwimmen gegangen bist? Sicher, dass du das alles nicht geträumt hast? Es war Persephone. Sie hat mir heute Morgen beigebracht, wie man schwimmt. Lina lief los, um die Tür zu checken und eilte zurück. Das sind nur wir drei in der Villa. Ich habe nur drei Paar Schuhe bei der Tür gesehen. Klatsch. Feucht erfüllte mein Herz. Was ich gerade geträumt habe, kam mir wieder in den Sinn. Persephone? Sie hat nicht einmal auf meinen Ruf reagiert und nicht einmal zurückgesehen. Sie verschwand einfach im Licht. Ich beeilte mich, sie zu fangen, und das Licht durchstieß meinen Körper. Nein. Persephone wird mich nicht verlassen. Wir hatten eine Abmachung. Ich sprang vom Sofa auf und öffnete jede Tür in der Villa und rief nach Persephone und rief Persephones Namen. Nicht im Bett, nicht im Schlafzimmer. Nicht im Gästezimmer, nicht in der Küche, nicht im Badezimmer, nicht im Lagerraum, nicht im Garten, nirgendwo. Nirgendwo. Nirgendwo hier. Ich bückte mich im Garten und starrte auf den Pool, vollkommen ahnungslos, was ich tun sollte. Die Sonne hatte bereits jeden Tropfen beseitigt, den wir gemacht hatten, während wir gespielt hatten. Sie waren verschwunden ohne eine Warnung, genau wie Persephone. Das ist so das, was ich vermute, dass sie vielleicht eine Einbildung von ihm ist. Dass sie vielleicht nicht echt ist, aber... Weil die Macher werden sich schon was dabei denken, wenn sie sagen, yo, verratet mal bitte, also stream bitte nicht Kapitel 12. Weil da der Plot-Twist kommt. Am Ende ist das alles nur ein Traum, alles nur eine Illusion. Am Ende sind wir wahrscheinlich alle gar nicht echt.
Mein plötzlicher Stimmungswechsel hatte Lena und Charles überzeugt, dass etwas seltsam war. Sie standen neben mir und waren sich nicht sicher, was sie tun sollten. Keine Sorge, Reed. Vielleicht hatte Persephone etwas zu tun und ist schon früher zurückgegangen. Vielleicht wollte sie dich nicht aufwecken und hat es dir deswegen nicht gesagt. Schau mal nach, ob sie dir eine Nachricht hinterlassen hat. Richtig. Eine Nachricht. Es musste genau das sein, was Lena sagte. Ich grub mein Telefon im Wohnzimmer hervor und öffnete die Textnachrichten, als ob mein Leben davon abhing. Jedoch, da, in meiner Kontaktliste. Mein Chat mit Persephone. Denjenigen, den ich an die Spitze gestellt hatte. Er war verschwunden. Es ist, also wenn sie wirklich nicht echt war, es gab so Andeutungen. Sie hatte ja auch gesagt, sie möchte mit ihm, wie viele Tage waren es? 100 Tage zusammen sein. Und danach? Über eine Stunde später saß ich mit gebrochenen Herzen da. Ich wischte durch meine Kontakte auf dem Bildschirm. Mit meinem Telefon war alles in Ordnung. Sie waren alle dort, abgesehen von Persephone, meiner Freundin. Und noch dazu, sie ist ja die Schwester von Samuel, aber Samuel scheint Persephone nie zu erwähnt zu haben. Reed? Lena rief nach mir, ich antwortete nicht. Ich war weder in der Stimmung zu antworten, noch wusste ich, wie ich antworten sollte. Was war mit Persephone passiert? Warum würde ich so einen Traum haben? Vielleicht gibt es ja einen Streit zwischen euch beiden. Sie ist sauer geworden und nach Hause gegangen und hat alles von deinem Telefon dabei gelöscht. Mein Blick fand mit einem Blick sah ich, wie Lena und Charles Blicke austauschten. Es war nutzlos zu sagen, dass sie dachten, dass ich verlassen wurde. Ich wurde verlassen? Unsere Unterhaltung am Morgen kam mir wieder in den Sinn. Halt mich. Ich bin überglücklich. Ich weiß, dass du niemand bist, der nur in meiner Erinnerung existiert. Du bist real. Eine reale Person, die mich wirklich liebt. Also bin ich überglücklich. Und so wie ich das sehe, habe ich gegen dich verloren. Das kann nicht sein. Warum würde Persephone, die mir ihre Liebe gestanden hat, wegrennen? Warte. Es scheint, als hätte ich etwas vergessen. Die Erinnerungen waren jetzt zerlegt. Mein Kopf schmerzte. Aber ich konnte mich immer noch an die Szenerie erinnern. Nein, es dauert gar nicht so lange. Liebe braucht nur einen Moment. Persephone sagte, die Liebe braucht einen Moment. Sie sagte auch ein paar Worte, während wir schwammen. Sie waren alle so entfernt und besorgniserregend. Ich hatte gedacht, sie war einfach nur emotional. Jetzt, wo ich so darüber nachdachte, da war noch mehr dabei. Ich hatte einen schrecklichen Traum. Was war mit Persephone? Ich konnte meine Gedanken nicht fließen lassen. Ich zwang mich dazu, ruhig zu bleiben und wandte mich nach meinen Freunden hilfesuchend um. Sagt. Was denkt ihr von jemandem, der seinen Freund so sehr liebt und ihn dennoch ohne eine Nachricht verlässt? Dass sie ihn zu sehr liebte. Du wurdest nicht verlassen, Reed.
Lina bemerkte, dass ihr das einfach so über die Lippen gekommen war und bedeckte ihren Mund. Ich wedelte mit der Hand. Ich hatte es nicht als Angriff gesehen. Basierend auf das, auf die Serie, die ich gucke, ich denke, sie hat dich sitzen gelassen wegen irgendeiner unerzählten Geschichte oder aus Angst, dass es zu kommen, dass ich sie mir nicht mögen würde oder sie aus irgendeinem Grund hasse. Eine unerzählte Geschichte? Das muss es sein. Ich erzählte ihnen von dem Albtraum im Detail. Du meinst, Persephone hatte denselben Albtraum und dann wurde sie von einem Monster angegriffen? Oder das Monster hat sie kontrolliert? Oder dass sie gegangen ist, weil sie dir nicht wehtun wollte? Fragte Lina und griff sich an die Wangen. Klingt weit hergeholt. Wenn es wirklich so ein Mysterium gäbe, dann warum hat Persephone dich nicht verletzt, während du geschlafen hast? Dass du aufgewacht bist, hatte ja auch nichts gebracht. Ich weiß nicht, ob das so lustig ist. Ich denke mal immer noch, es hat was mit der VTuberin Himeno zu tun. Weil ich vermute immer noch, dass Persephone vielleicht Himeno ist. Wenn Persephone dir nicht wehtun wollen würde, dann macht das noch weniger Sinn. Sie hätte ja denken können, dass du auch denselben Traum hast. Lina ist eine Person der Handlung. Aber wenn sie ernst wird, dann kann sie echt brillante Schlussfolgerungen ziehen. Ich musste zugeben, dass das, was sie sagte, Sinn machte. Hey Charles! Du hast die ganze Zeit Tee getrunken, ohne ein Wort zu sagen. Lina grollte und sah zu Charles. Ich habe eine Frage. Was ist denn? Halt uns nicht, spann uns nicht auf die Folter. Charles sah zu mir, als ob er sich entschuldigen wollte. Es tut mir leid, Reed, aber... Es tut mir leid, aber hat Reed mit all dem, was er gerade gesagt hat, recht? Warum sollte Reed uns anlügen? Ich habe nicht gesagt lügen. Hast du irgendwann mal von den drei Delusionen gehört? Dass das Telefon vibriert. Ich könnte sie counterkillen? Egal. Sie liebt mich. Reed denkt, seine Freundin liebt ihn und würde nicht so plötzlich mit ihm Schluss machen. Aber es könnte auch anders sein. Wie könnte es denn sein? Wir haben uns heute Morgen erst geküsst. Klatsch. Lina fiel von ihrem Stuhl. Geküsst? Oh, ich brauche etwas frische Luft. Das hat nichts zu bedeuten. Hast du denn noch nie vom Schlussmach-Sex gehört? Okay. Ich kenne nur Versöhnungssex, also nicht persönlich, also... Ja, jetzt habe ich mich in die Scheiße geritten. Ich glaube an mich und an Persephone. Die Liebe vernebelt das Urteilsvermögen. Charles tippt auf seinem Telefon und sendet mir eine Nachricht.